Ja klar, Partyhölle. Bitte, schöner Autofriedhof, größter Auto. Niemand kann das Bild beschreiben gegen seine Fenster. Verstehen wir die ganzen Haufen hier nicht. Sicht gepresst und hofft, dass sie das Licht anlässt. Ohne Kreuz sah er sie nie, die Herrin seiner Fantasie. So Leute, heute wieder unterwegs nach Arbeit. Wieder geht's in der Kaserne. NVA, aber diesmal nicht russisch. Bin schon mitten auf dem Gelände. Wie gesagt, Grüße gehen wieder raus an die Kollegen. So, ja, sehen, überall schon wieder Trampelfahrt. Wer uns die Richtung weist. Erste Hinweise sind schon zu sehen. Hintergrund sind die Gebäude. Schauen wir mal, wie nah wir ran. So, ersten Garagenhof hier. Ist eben groß. Richtig alles Garagen, Carport. Na ja, klar. Partyhülle. Aber eigentlich noch gut im Stand. Meine Güte. Glaubt es kaum. Ja, ein bisschen verbrannt, aber sonst sieht erstmal alles ganz gut aus. Mensch, ist ja die Lichtschalter, Starkstrom, alles noch da. Waschbecken noch da. Na gut, die Waschbecken sind auch ein bisschen anders als bei den Russen. Ja, nicht so viel zerklappen. Ja, hier sieht es ein bisschen grüner aus. Aber hier. Ja, die Toiletten. Gut, hier ist natürlich wieder alles zerklappt. Kennen wir ja meist nicht anders. Aber so eine Außerhänge dran. Duschen. Selbst da ist alles noch dran. Naja, wer Spaß hat. Ui, upsi. Hat in der Kühlstamm gespielt. Mensch. Auto auf dem Dach. So. Kann passieren, ne? Jetzt. Kleiner Autofriedhof. Nächster Auto. Naja. Was soll's. Wo soll man sonst parken, ne? Ja, erstmal weiter auf Erkundung. Mal schauen. Sehen, ob wir noch was richtig Schönes finden. Auf jeden Fall Scheiben eingeschmissen wieder mal. Gut, Graffitis hast du überall. Kannst du auch in der Stadt haben. Musst du nicht nur einen leerstehenden haben. Alte Baracke. Links neben mir.
alles nur mit, ach, was ist das wieder? Und so eine Asbestplatten oder so. Ah, kann man aber mal reingucken. Ich melde mich gleich von dran. Wieder mal der blanke Müllwahnsinn. Auf allen Seiten überall Berge von Müll. Müll, Müll. Klar, hier und steht auch das Dach eingestürzt, teilweise. Ja, werden wir mal nicht großartig weitergehen hier. Aber wie gesagt, Müll, Müll, Müll. So, jetzt werden wir mal in so einen Wohnblock reingehen. Schauen, wie das aussieht. Wie gesagt, Taschenampel am Start. Handschuhe ziehe ich gleich an. Ich verstehe nur die ganzen Holzhaufen hier nicht. Überall kleine Holzhaufen. Tanne, bisschen Holz, wieder Tanne. Sieht aus wie Vorbereitung Osterfeuer. Aber ja, mitten im Wald. Naja. Vielleicht finden wir darüber noch was raus. Vielleicht feiern die Ostern so. So, in einen von den Wohngebäuden rein. Natürlich immer schön Augen drauf halten. Bin wieder allein unterwegs. Oh, hier ist die ganze Fensterfront rausgerissen. Warum auch immer. Die Heizungsleitungen sind noch da. Ja, umso höher man kommt, wie immer, umso beschissener sieht es aus. Umso feuchter wird es. Das wäre auf jeden Fall mal ein Bad. Ja, Toilette. So, oberste Etage angekommen. Relativ sauber aus. Kabel, Moment. Oh, okay. Sauber ist relativ. Ich kann so eine Sache nur, wenn man Lauchanleiter macht. Ah, okay. Ausstieg zum Dach. Haben sie sich gedacht, brauchen wir uns was. Ah, okay. Ui, ist aber auch schon ein bisschen grün. Naja, kleine Bäumchen aus dem Boden gewachsen. Sonst sehr aufgeräumt. Sehr sauber der Boden. Zusammengefegt. So, wir werden nochmal an die Gebäude weitergehen. Im nächsten Gebäude. Immer noch mal ganz nach oben gucken. Aber hier seid überall im Treppenhaus Fenster raus. Ganz großen. Tropfen tut's von der Decke. Ausstieg, keine Chance. Wie drüben auch schon. Offen ja. Leiter nein. Alles nur kurz und klein geklappt. Aha, okay. Gut, dass ich das mal wieder nicht mitfilme. Aha, schöne Wand. Ich zeige es euch gleich mal. Jetzt zeige ich euch kurz die Wand. Aha. Fällt mal typische Ostzeiten. Typische DDR-Bauweise, um Räume abzutrennen. Ja, im dritten Gebäude kommen vier. Schauen wir, ob hier irgendwas Interessantes drin ist. Oh, Mensch, hier sieht es ja richtig ruhig aus. Ein paar Stühle. Könnte man fast einziehen. Mensch. Naja, hat sich jemand gemütlich gemacht. Und vielleicht der Pförtner. Hier sieht es am sauersten aus bei ihm. Mit Abtreter von der Tür. Mann, Mann, Mann. Wurde auch noch geachtet. Bis zum Schluss. Moment, was machen wir wieder? In der ordnungsgemäß scheinen Eingang. Beziehungsweise Ausgang. Wollen wir mal schön aufpassen, wenn da so ein Turm ist. Schächte sind meist offen. So, zum Weg zum Schornstein. Wahrscheinlich Heizhaus, wie gesagt. Schon sichtbar. Mal schauen, ob wir da noch was Schönes, Interessantes finden.
Auf der linken Seite wahrscheinlich Kantine. Mal, ja, mal reingucken. Und wieder Holzhaufen. Überall auf dem Grundstück Holzhaufen. Als wenn hier einer echt zu Osterfeuer machen will. So, hinterm Heizhaus angekommen. Ein bisschen über Stock und Stein. Ein bisschen klettern. Alle Büsche ein bisschen groß und hoch. Aber ein kleiner Trampelpfad, das hier zu finden. Aber so richtig rum. Ist doch alles zu. Obwohl kein Dach mehr drauf ist. Ah ja, okay. Können wir außen rum gelaufen. Können wir anders. Okay. Ja, vom Heizhaus ist das halt nicht mehr viel übrig. Ne? Dach weg. Das Einzige, was noch übrig ist, ist der Schornstein. Eis auf den Gullis. Wir haben einen neuen Rad draußen. Dann haben wir dann hier ein bisschen Eisschicht auf den Gullis. So, wie gesagt, Sonne scheint mir völlig ins Gesicht. Dadurch sieht es in einigen Häusern aus, so wird Licht brennen. Ja, mal schauen. Lampe ist am Start. Und dann schauen wir mal. Oh, was ist denn hier? Ölreserve. Kennen wir ja schon. Sind wir ja schon gewesen. Wird Sarah bestimmt auch nochmal irgendwann ein Video geben. Das ist ein Öltank. Ja, vielleicht können wir noch einen anderen Eingang. So, auf dem Weg zur Kantine. Schauen, wie da drin aussieht. Und dann melden wir uns gleich von drinnen wieder. Uiuiui. Doch schön eingestürzt. Wahrscheinlich mal die Küche. Ja, erstmal mal nach aus. Mit der Verlüftung da drin. Schön. Überall hat die Kabel drin. Also ich steuere jetzt die Kabel, die hier noch nicht unterwegs war. Das Einzige, was immer raus ist, sind die Türen. Also auf Toilette. So, hier ist vegan. Oh Mensch, hier ist ja mal noch ein Toilettenbecken drin. So, von der anderen Seite mal in den Speiseraum. Wie sieht's aus? Überall die Rohre. Finde ich schön vorsichtig hier, dass hier echt nichts runterkommt. Muss nicht sein. Ich würde sagen, wir haben einen Speiseraum. Oder Duschraum. Frage. Riesen Waschraum. Das ist ein riesengroßer Waschraum gewesen. Das ist ein Speiseraum. Hier waren Gemeinschaftsduschen, Einzelduschen. Und ein Waschraum. Ich würde sagen, das ist ein Waschraum gewesen. Ja, vielleicht habe ich ja mal irgendwann einen, der mir das sagen kann. Ob das ein Waschraum gewesen ist, der hier vielleicht stationiert war. Oder ob das ein Speiseraum war. So, zu den letzten beiden Gebäuden. Ein bisschen abseits waren, wo man aber der Zaun komplett weg war. Ja, mal schauen, ob wir da noch was Schönes finden. Ja, Trampelfahrt. Jetzt nochmal. Baracken. Damit und da hat nichts gebaut. Ja, ein riesengroßer Wall außen rum. So, nehmen wir gleich die erste, die ans Entgegen kommt. Gucken wir mal gleich rein. Wie man aussieht. Ja, Holz. Verkleidung, Tanne davor, hinten noch, wenn wir mal rein. Alle Pappwände. Oh ja, für das kleine Volk
reicht das aus, ne? Die können ja im Winter frieren. Ja, das Festplatten würde ich einfach mal so nebenbei hier gelagert. Hat. Nehmen wir gleich wieder raus. Jede Hütte sieht hier so aus. Jetzt sind da unten 50 beide. So, wenn wir nochmal durchlaufen, durch eine andere Hütte. Hat sich in einem gemütlich gemacht. Das steht parat. Und der Wachposten. Dach fast eingestürzt. Klar, natürlich. Schönen Ausblick nach oben. Ja. Regnet nicht, es ist kalt, stimmt nicht. Kann man mal durchlaufen. Vorbereitung war mal ab. Natürlich wieder überall. Müll, Teppiche, Farben. Alles, was das Herz begehrt, was man loswerden will. Alles liegt ja hier. Bombe. Das ist das Beispiel für alle. Jo, und wir waren am Ende. Jetzt laufen wir Richtung Ausgang. Oh, auf dem Rückweg zum Auto. Noch zwei andere Objekte abklappern. Gucken, bevor wir reingehen. Mal schauen, wie die Situation vor Ort ist, wenn man reinkommt. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns demnächst wieder bei einem anderen Video. Vielleicht zu der 1, wo ich jetzt gewesen, wo ich noch hinfahre. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal.